So, ihr Lieben, noch eine Woche bis Weihnachten. Da machen wir wohl noch eine Karte. Wer noch schnell was braucht, ich zeige euch was. Habt ihr denn schon alles? Seid ihr denn jetzt durch mit euren Geschenken oder geht ihr auf den letzten Pfiff? Ich habe jetzt so gut wie alles fertig. Also, ja, so gut wie. So gut wie. Also, ich bin fast, ich bin in der Zielgeraden. Also, ja. Juhu. Ich glaube gar nicht, wie froh ich dann bin. Ein Glück, dass ich so früh angefangen habe. Weil sonst wäre ich jetzt ein bisschen am Popo. Ja. So, Kartenrolling wie immer. Ich habe wieder Vanille pur, weil mein Weiß ist ausgegangen. Aber, wie gesagt, Vanille pur passt gut für die Winter-Weihnachtszeit. So. Kartenrolling wie immer. Was ist jetzt hier los? Irgendwas war gerade hier komisch. So, upala. Genau, eine Woche Weihnachten und danach, das ist ja so eine Woche, da denke ich mir so, was soll ich da basteln? Ne, so Zwischenzeit zwischen Weihnachten und Silvester, was bastelt man da? Das könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr gerne sehen möchtet. Hättet ihr gerne irgendwas für Silvester? Braucht ihr da was? Also, verschickt ihr da was oder braucht ihr was für Freunde, die vielleicht vorbeikommen? Vielleicht so einen kleinen Party-Gag. Das könnt ihr mir auch gerne mal sagen, weil das ist so ein bisschen die Zeit, wo ich mir denke, so, oh, was macht man denn da? Genau. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist so ein Glitzergrün. Ich hätte eigentlich mehr so ein... was mache ich denn so viel? So ein... Metallic hätte ich gern gehabt. Habe ich nicht. In dunkelgrün. Gut, dann muss es halt Glitzergrün sein. So Farngrün ist das. Ich hoffe, meine Klinge macht jetzt nicht schlapp. Ich finde auch gerade nicht meine andere, die ich sonst für Pappe nehme. Die müsste eigentlich hier irgendwo rumliegen. Habe ich euch ja auch schon mal gesagt. Am besten zwei Klingen nehmen. Das muss ich jetzt aushalten. So. Ich muss gerade mal schauen. Ich mache mal erstmal breite 8 cm. Klar, okay, das geht. Ich dachte, das ist dicker. 8 mal 9,5. Ich weiß das gerade nicht. Ich muss gerade mal schauen. Es ist so ein bisschen sehr quadratisch. So, schnell mal geguckt. Das ist jetzt 7,5 mal 10. Jetzt brauchen wir noch ein Stückchen Weiß. Nam. Was hab ich gesagt? 10,5? Ja, manchmal weiß ich auch nicht. 7,2. Oh, ist das schief? Ah, okay, das war ein Rest gewesen. Gut, muss ich doch ein neues nehmen. 7,2 mal 9,8. 9,7. So. Wenn dann überall gleich. So, dann haben wir einen schönen Glitzerrand. Wie gesagt, sollte eigentlich Metallic sein, aber Glitzer geht auch. Kann weg, wir brauchen denn nur noch die Schere. Oh, ich habe gestern einen Marathon hinter mir. Ich habe gestern Weihnachtsgeschenke Verpackungen gebastelt, das, was ich euch gezeigt hatte. Jetzt brauchen wir die Big Shot. Zeige ich euch gleich mal. Habe ich eine Armada von Tüten gebastelt. Wir machen das... Au, das war mein Fuß. Das kleine Schniebelchen. Prägen wir und ich nehme dir gerne diese Schneeflocken hier. Leise rieselt. Das ist ja so süß. Kann man auch immer schön gucken, wie viel man haben möchte. Wie viel Schnee. So. Ich wieder, ne? Ich fummel da wieder ewig dran rum. Reicht. So, aber mir ist das Ding voll auf den Fuß geknackt. Ah, bin noch nicht ganz da, habe ich das Gefühl. So. Ja. Jedes Mal die Überlegung, welche Platte weg muss und welche man behält. Das ist schwierig. Ich mache das immer falsch. Ich behalte mir das irgendwie auch nicht. Ganz komisch. So, Schneeflocken sind gestanzt.
Das kommt dann hier drauf. Oh, süß. So, ich zeig euch mal schnell, was ich gemacht habe. Guck mal. Mit Glöckchen. Ganz viel habe ich davon gemacht. Dann halt einfach so. Wie heißt das? Tags. Wie heißt denn Etikette? Heißt das deutsche Wort von Tags-Etikette? Könnt ihr mir gerne mal sagen. Genau. Einfach ausgestanzt und dann beschriftet und ein bisschen draufgestempelt. Ich habe euch ja mal gezeigt, beziehungsweise gesagt, von wegen, dass ich diesen Spruch so cool finde. Ich habe den wirklich verwendet. Wie versprochen, nichts, weil ich das einfach nur geil finde. Das hier ist zum Beispiel für meinen Bruder. Der mag ja grün. Der guckt meine Videos eh nicht. Da kann ich das ruhig zeigen. So, guck mal, jetzt können wir uns wieder entscheiden, welche Seite. Ich glaube, das mache ich dann. Wir embossen erstmal. Ich bin ein bisschen neben der Kappe, merke ich. So, embossen. Ich möchte... Wir haben ja letztens die genommen. Diesmal nehmen wir die Tannenbäume. Ich glaube, das war das Dudelweihnachten. Genau, Dudelweihnachten. Dudel. Eigentlich, weil ich die ja ausschneide, könnte ich die ja jetzt auf weiß stempeln. Ich habe kein Weiß. Aha, oder habe ich noch schniebelweise Weiß? Reicht das für drei? Könnte reichen. Muss ich mal gucken. Gibt es doch gar nicht, dass ich kein Weiß mehr habe. Unfassbar, wie viel man davon verwendet. Hoppala. Hier ist auch noch was. Okay, also. Aber ich sag euch, nach dem Basteln gestern die ganzen Tüten da, da war ich dann erstmal fertig. Da war ich erstmal K.O. Und hatte ich dann auch irgendwie Kopfschmerzen. Ich habe dann wirklich hier gesessen und gemacht und habe dann aber auch irgendwie das Trinken vergessen und oh. Ach ja. Das war so ein bisschen. So. Nicht vergessen. Rubbeln. Lulu. So. Packe ich mir hier die drauf. Ich schneide die dann eh aus, also können wir auch Platz sparen umgehen. Ich habe schon ein paar Weihnachtskarten verschickt, aber irgendwie muss ich die Woche wohl noch mal ran. Ich habe einige Adressen nicht. Man will aber auch denjenigen irgendwie nicht fragen, ne? Weil es soll eine Überraschung sein. Und wenn man denjenigen vorher anschreibt, hey, kann ich bei deiner Adresse haben? Das ist immer ein bisschen blöd. Wie macht denn ihr das? Macht ihr das über Dritte? Und geben die Dritten dann die Adressen raus? Dürften sie eigentlich auch nicht, ne? Aber kann ja sein, dass ihr da ganz lieb fragt. Und so, ich muss mal gerade wieder gucken, wo ist mein Papier? Da! Sind wir heute ordentlich. So. Und diesmal nehme ich von Sternenstaub, dieses Tannengrün heißt das. Ein richtig schönes Dunkelgrün. So, uiuiui. Diesmal ohne Glitzer. Das ist etwas gröber. Aber sieht bestimmt auch ganz schön aus, wenn das denn embossed ist. Schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. So, bei gröberen hat man noch so ein bisschen Struktur und so ein paar weiße Stellen. Aber das finde ich bei den Bäumen jetzt gar nicht mal so undumm. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Stört nicht. So. Bitte einmal ausschneiden. So, halb die Finger gebrochen. Und hier habe ich irgendwo fast den Stamm abgeschnitten. Naja, nur gut. Ich bin da ein bisschen doof für, habe ich das Gefühl. Okay, haben wir. Ihr könnt natürlich jedes andere Motiv nehmen, was schön weihnachtlich ist. Tannenbäume haben mir jetzt gefallen. So, Anordnung, guck mal, da sind Kreise, Herzen und Sterne. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Süß, ich nehme den großen in die Mitte. Also,
Wir kleben das hier erstmal auf. Jetzt können wir natürlich überlegen, wo die Knüppelchen hinkommen. Ich will sie nach draußen. Ich mache die immer noch draußen. Kann das sein? Ich habe meinen Kleber nicht vorbereitet. Schlecht. So, wir brauchen dann natürlich noch einen Spruch. Und heute mal ganz klassisch. Nehmen wir nur frohe Weihnachten, aber mir gefällt die Schriftart. Ja. So. Einmal. Das machen wir gleich. Die zwei hier. Von dem. Zauberhafte Weihnachtszeit. Hier, die Schriftart gefällt mir so gut. Frohe Weihnachten. Das knallen wir jetzt unten in die Ecke. Wo wir das andere Zeug aufkleben. Oh, heute kam ein Paket. Mein Opal-Abo. Wer strickt, kennt das vielleicht. Ein Opal-Abo. Das Opal-Abo kriegt man ja alle 3 Monate. Und da sind 6 Knoll Sockenwolle drin von Opal. Und ich finde ja geil, dass man bei Sockenwolle ist ja immer auf dem, außer bei Butinette, da nicht. Da habe ich es jedenfalls noch nicht gesehen. Und bei anderen weiß ich nicht. Da ist es so, da sieht man ja vorher, wie die Socke später mal aussieht. Bei dem Opal-Abo sieht man das nicht. Und das finde ich cool. Du hast quasi nur die Farben. Und dann siehst du während, ja geil, siehst du während des Strickens erst, wie die Socken werden. Und ich finde das so toll. Und die Farben sind so schön. Gut, okay, da sind 2 Knäuel, die sind jetzt nicht so unbedingt meins, aber hey, 4 von 6, hallo. Einfach mal cool. Ach, so cool, so toll, so toll. Ich wollte schon wieder cool sagen. Ja, finde ich mega. Und ich zeige jetzt auch keinen, weil ich will ja nicht spoilern. Also ich will ja nicht vorweggreifen, wer sie jetzt noch nicht hat. Die kommen dann so hier in die Mitte. Die können wir gleich mal aufkleben. Also Moment. Ich wollte das so ein bisschen schräg haben. So. So. Ist mal was anderes. Habt ihr bei mir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. So was Schräges. Entweder machen wir die jetzt auch schräg. Ach, na klar. Genau, wer sie jetzt noch nicht hat, das wäre ein bisschen fies. Sowas mag ich auch nicht, wenn man da irgendwie vorweggreift. Ne? Würde ich ein bisschen unfair finden. Aber ich bin ja noch am Überlegen, ob ich generell vor Weihnachten nochmal ein Video mache zu meinen Wollsachen. Eigentlich wollte ich ja auch das Zeug, was ich selbst gemacht habe, wollte ich ja auch noch abfotografieren. Das habe ich sowieso gemacht. Und wollte euch das ja dann zeigen nach Weihnachten, wenn meine Familie das dann hat. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, wer wann wie reinguckt in meine Videos. Meine Schwester hat sich ja irgendwie letztens ein Video von mir angeguckt, früh morgens. Da habe ich auch gesagt, was, du kannst hier mich schon früh morgens antun? Und sagt sie, nee. Ja, das wusste ich. Ich könnte mich früh morgens auch nicht antun. Ja, kennt ihr bestimmt, ne? Ja. So, einmal, dann kommen hier die Herzis hin. Ihr seht ja, was ich mache, ne? Ich muss ja hier nicht erwähnen, immer, hier, ich nehme 3D-Pads. Ihr seht's ja. Damit haben wir einen kleinen 3D-Effekt. Süß! Sie sind so niedlich, ehrlich. Guck mal. Jetzt überlege ich, ob wir das auch noch höher machen. Wäre natürlich geil. Muss dann definitiv noch was hin. Ich habe eine Karte verschickt, weil ich jetzt gerade die 3D-Pads in der Hand habe. Und hatte die paar Tage ja noch hier gelagert. Und wo ich sie dann verschickt habe, ist genau wieder das passiert, was ich eigentlich schon oft in Videos gesagt habe, dann immer wieder vergesse, beziehungsweise nicht mache. Ich habe zu wenig Pads verwendet. Ich finde das manchmal so blöd, dass da manche 3 Dinger raufhauen und sagen, hey, hier, das reicht und klatscht das mal drauf. Nach 2, 3 Tagen sinkt das an den Seiten in sich zusammen. Es ist einfach so. Bei mir ist es jedenfalls so.
dass wenn ich hier zu wenig ranmache, ich muss das danach bearbeiten, das nervt. Ich musste dann hier drin noch welche reintun, weil das wirklich an den Seiten reingesackt ist. Also es kann mir keiner erzählen, dass das bei den Leuten nicht so ist. Weiß ich nicht. Deswegen doch lieber mehr als zu wenig. Ich habe dann immer das Nachsehen hinterher. Das finde ich dann irgendwie doof. Wenn ich mir halt solche Videos angucke, die dann nur ja, 3 Stück drauf machen, das weiß ich nicht. Oder ordentlich die falsch an. Nee, ich mache es eigentlich auch nicht anders als die anderen. Komisch. Ha. Ist sie nicht süß? Warum liegt denn die eigentlich so? Klappen wir mal zusammen. Ach, ist sie süß. So, jetzt können wir überlegen, was wir machen. Machen wir Sterne hin, noch stempeln. Das habe ich auch gesehen. Wenn hier noch irgendwo Sternchen hinstempelt. Oder nehmen wir einfach mal wieder Nuvos. So, ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Ich habe ja so einiges. Ich habe ja noch mehr. Und machen wir das ja immer. Uah, genau. Und dann tummel ich die Karte rein. Nein. Egal. Das geht ja noch ab. Ist ja noch flüssig. Dann tue ich mir das ja immer so, ne, drauf und leg dann das da drunter und guck dann, was mir am besten gefällt. Und irgendwie das Silber. Wie heißt denn das? Ivory Seashell. Also Perle, also Seeperle. Nee, wie heißt denn das? Perle, Perle. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ja. Das schaffe ich dann auch immer, die da rein zu tunken. Immer. Immer, immer, immer. Wenn es nicht die Karte ist. Du störst hier. So. Mal gucken, ob es richtig geht, weil irgendwie war gerade Luft drin. Ist immer noch Luft drin, das merkt man richtig. Dann einfach da, wo ihr haben möchtet. Paar große, paar kleine. Wie gesagt, ich mache das ja lieber so. Gibt ja auch einige, die. Ah, sieht aus wie Schnee. Das ist natürlich wieder ein schöner Nebeneffekt, ne? Gibt ja einige, die das vorher irgendwo drauf tun. Und machen wir hier noch so ein paar kleine hin, damit das aussieht wie Schnee. Und dann trocknen lassen und dann aufkleben. Das ist mir ehrlich gesagt zu mühsam. Also diese kleinen Fuddelchen aufkleben, ja gut, wenn man das richtige Werkzeug hat, aber trotzdem ist mir das zu mühsam. Dann müsste ich ja erstmal einen Haufen produzieren in verschiedenen Größen. Nee, ehrlich nicht. Ich mache das lieber so auf Anhieb. Und dann passt das auch. Und wenn das mal nicht gefällt, dann kann man das ganz einfach wegwischen. Ja, habe ich auch schon ganz oft gemacht. Guck mal, sieht aus wie Schnee. Die ganz kleinen. Süß. Man könnte jetzt natürlich als Akzent irgendwo was Rotes jetzt noch hinmachen. Vielleicht eine rote Schleife oder so. Was haltet ihr davon? Jetzt hier oben noch eine rote Schleife hinmachen? Wollen wir mal gucken, wie das aussieht? Guck mal, ist das nicht süß? Das macht's doch noch mal. Das holst doch noch mal raus. Also kleben wir hier noch eine rote Schleife auf. Rot und grün, ne? Schön. So. Du bleibst da auch schön kleben. Wir haben fertig. Jetzt ist schön. Jetzt ist schön. Doch, das hat noch gefehlt. So. Guckidi, guck. Ist sie nie süß? Und wieder ganz schnell und einfach, ne? Ja, könnte man schlicht nennen, vielleicht auch nicht. Ist mal was anderes mit dem Schrägen. Ich mache ja sonst alles immer gerade. Aber das gefällt mir ganz gut. Doch, doch. Da, wie gesagt, ganz kleine. Also wenn ich die vorher machen müsste. Nee, ehrlich nicht. Das geht gar nicht. Weiß nicht, wie machen denn das andere? Ist ja, nee. Die haben dann wahrscheinlich nur so solche Größen und dann vielleicht noch größer als die. Aber so Mini-Dinger haben die dann bestimmt nicht, weil die kannst du da gar nicht aufkleben. Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Sagt mir unbedingt, was ihr sehen möchtet, weil sonst habe ich da so eine kleine Flaute. Mir fällt nichts ein. Wie gesagt, wollt ihr was für Silvester sehen?
vielleicht jetzt noch mehr Karten, obwohl es ist ja schon in einer Woche Weihnachten. Könnt ihr mir gerne mal berichten. Schreibt es mir in die Kommentare oder privat. Wisst ihr, könnt ihr mich immer anschreiben. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!